wenigen Minuten starten wir hier mit einem ganz besonderen Lauf. Die Staffeln unserer lokalen Grundschulen. Wir beginnen mit der dritten und mit der vierten Klasse. Und jetzt hat es hier super geklappt. In Führung hier ganz schnell auf der Bahn 1. Die Grundschule am Jakobitor. Mittlerweile hier schon im dritten Wechsel auch ganz stark. Auf der Bahn 6 die Grundschule aus Hürden, die jetzt hier mittlerweile die Führung übernommen hat. Dahinter im orangenen Trikot Grundschule Röttenberg. Und ich, liebe Zuschauer, liebe Damen und Herren, bitte anfeuern unsere Kleinsten hier. Der Nachwuchs in der zukünftigen Leichtathletik. Sie sind gefragt, den Kindern hier mit Applaus und mit Jubel dieses Rennen nahezubringen, sie anzufeuern. Und genau so will ich das hören, wie eben auch schon bei den 100 Metern geht es jetzt hier auch auf die Zielgeraden. Aktuell in Führung im roten Trikot Grundschule Hürden. Das ist Noah Appel, Marike Riemann, die dieses Rennen hier auf Bahn 6 ins Ziel bringt. Und bei den dritten und vierten Klassen gewinnt die Grundschule Hürden, dicht gefolgt von der Grundschule am Hausberg. Und die inoffizielle Siegerzeit 1 Minute 14,40. Wir kommen jetzt zum nächsten Staffel-Event. Wieder ein Kinderstaffellauf. 8x50 Meter zulaufen. Und diesmal wird hier die Altersklasse sein. Die erste und zweite Klasse. Auf der Bahn 1 wieder die Grundschule am Jakobitor. Auf Bahn 2 Grundschule Bad Grund. Auf der Bahn 3 die Grundschule Röttenberg. Auf der 4 Grundschule am Hausberg. Und auf der Bahn 5 komplettiert dieses Starterfeld die Grundschule an der Sieber-Hattor. Auf geht's, erste, zweite Klasse, 8x50 Meter. Auch hier hat der Start direkt geglückt. Auch die Kleinsten haben das schon drauf hier. Kein Fehlstart in beiden Läufen, wunderbar. Und das sind die Kids auch beim ersten Wechsel. Und auch jetzt hier nochmal die Aufforderung, liebe Damen und Herren, hier auf den Zuschauerrängen, bitte richtig anfeuern. Das sind unsere Kleinsten, die haben es richtig verdient. Und ich finde, das Ganze hier ist auch schon eine tolle Übung für die Zuschauer, um ein wenig Stimmung in das Stadion zu bringen. Der Tag ist noch lang, die Mittagshitze brennt, aber ihr seid alle motiviert zum Anfeuern, zum Klatschen. 200 Meter jetzt hier in diesem Staffellauf gelaufen. Und wenn die Läuferinnen und Läufer dann hier gleich auf die Zielgeraden laufen, kann ich ihnen dann auch sagen, welche Grundschule hier in Führung liegt. Aber wenn mein Auge mich nicht trügt, müsste das auf der Bahn 2 sein, die Grundschule Bad Grund. Genau so ist es auch. Bad Grund hier auf der Zielgeraden in Führung und gleich die Schlussläuferin aus Bad Grund, Lea Müller, zwar hier den Stab verloren, aber hier kann es gleich weitergehen. Natürlich jetzt hier durch den verlorenen Staffelstab ein Führungswechsel. In Führung liegend im grauen Trikot, Grundschule am Hausberg. Und das ist Elia Reupert, der hier diesen Lauf als erster ins Ziel bringt in einer inoffiziellen Siegerzeit von 1:18:91. Und für eine erste und zweite Klasse absolut lobenswert, nur 4 Sekunden langsamer als der Lauf davor.